Hinter mir befindet sich der Strom des Lebens. Sinnbildlich für unser eigenes Leben. Jetzt können wir uns entscheiden, ob wir am Ufer stehen bleiben, sitzen bleiben und zugucken, wie das Leben so verrinnt. Oder wir entscheiden uns, uns voll hineinzustürzen, voll ins Leben, voll in den Strom und dann, um uns vielleicht treiben zu lassen. Oder wir entscheiden uns, gegen den Strom zu schwimmen, anzukämpfen, uns zu stellen, zu stärken, weiterzubilden. Wie auch immer. Das ist unser Leben. Sinnbildlich. Wie entscheiden Sie sich?